Schönen guten Tag. Ach, verkackt. Kai Hase Freestyle ist back. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen in Wien. Die Mutter aller Veranstaltungen. Masters of Dirt ist in der Wiener Stadthalle wieder. Dieses Wochenende geht es richtig ab. Wir haben 4 Shows an 3 Tagen. Gestern war schon Training, also jetzt geht's erstmal rein. Ein paar Sachen aus für die Show heute Abend, weil es gibt viel Chaos heute Abend und da muss jeder so ein bisschen wissen, wo er langfahren muss, und deswegen haben wir gerade ein paar Crossovers gemacht, die heute Abend ein kleiner Teil von der Show sind. Die sitzen jetzt gibt es erstmal was zu essen und nachher gibt es nochmal einen groben Ablaufplan und dann geht's zur Show, meine Damen und Herren. Ich bin mal so von ganz hinten, Junge. Und dann kommt Edgar und David noch dazu, Alter. Fuego! Hey, beautiful. Perfect. Gruppenfoto ist fertig, Training ist fertig, Rehearsals sind fertig. Jetzt geht's gleich zur Show! Es ist jetzt. Jetzt geht's los? Jetzt geht's richtig los. Richtig los, richtig los. So, die Zuschauer sind in der Halle. Opening fängt gleich an. Ich nehme mal den Code hier mit und dann beginnt die erste Show. Also let's go! Was ist dort? Jawohl! Halten Sie sich fest und tauchen Sie gemeinsam mit uns in die Welt der Masters of Dirt Freestyle Evolution ein. Guten Morgen! Erste Show ist gestern geschafft, ne? Wir gehen jetzt mal zum Bar-Shooting, Party-Shooting. Keine Ahnung, was man da so als Freestyle-Monopus-Fahrer machen muss. Und dann geht's heute in den zweiten Trainingstag.
ready to rock. I lost my voice. No. Fuck, completely. Tag 1. Masters Hotel. So hört man sich eigentlich erst am dritten Tag an. Also Sonntag meistens. Warte ab. Behind the scenes. Oh, jetzt macht er die wilde Stunts auch noch in der Bar. Ich höre dir so eine Eisenmaschine lang. Die brauchen wir nicht. Wie hat es dir gefallen? Sehr, sehr geil. Also cool, sehr, ja? Sehr krass. Ist halt doch ein kleiner Unterschied zu anderen Shows. Muss man wirklich sagen. Viele Fahrer, viel mehr Fahrer. Ja. Also, ich glaube, wir sind 18 Freestyle-Motocross-Fahrer. Ich weiß nicht, wie viel mehr es noch in Europa gibt. Also wirklich. Ich glaube, wir haben 30 oder so. Gute. Also mit 18 sind wir da schon echt geil dabei. Und Fahrradfahrer ohne Ende und Action ohne Ende und Few Girls und heute geht's zur zweiten Show, heute Abend die dritte Show, morgen die vierte Show. Jetzt geht's zur Pit Party, bis gleich. Danke. Kollege! Ja, Mann! Show and riding was epic. Level of riding is best we have. And those 27 kilometers a day on average. You run in the avenue, in the venue. Just in the venue, 27 kilometers now. Wow. First day 35. Kilometers. Yeah. Wow. I think my brother is already far over 100. Holland. My computer might be fucked. Holland. Österreich. Perfect. Holland. Holland. Yeah. You know what happened? Weiß. Your message. Hast du gemacht, ey? Hast du gemacht? Das Einzige, was heute anders ist, ich muss jetzt auf Toilette. Der Herr Rennebohm, auch unterbekannt als The Coffee Bay. Sensationell, würde ich sagen. Sensationell. Also der Kaffee hier schmeckt nicht so gut. Ja, aber immer da, wo ich hinkomme, ist leider nie unser Kaffee. Auch wenn wir immer den verteilen, aber es ist nirgendwo mein Kaffee. Was soll ich machen? Geil. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, definitiv. Es ist voll. Antonio Gelb fährt. Ja. Oh. Show Nummer 2. Showtime! Wir haben einen Kollegen, der heißt. Hallo, mein Name ist. Lennox Zimmermann. Was machst du? Du fährst nicht immer zum gelben Ding, oder? Mit Kickstarter. Blauen. Du musst ein bisschen lauter reden. Was ist mit deiner Stimme los? Ist weg. Was fährst du? BMX fährst du, oder? Ja. Seit wann? Seit 9 Jahren. Wie alt bist du jetzt? 14. Ach, brutal, ja? Ja. Seit wann machst du Backflip? Seitdem ich 9 bin. Wirklich? Ja. Wann hast du einen Double Backflip gemacht? Mit 11.
Digga. Mit 11 gab es noch den Teppich im Kinderzimmer. Ja, guck mal hier, Boss. Ich war das. Ja, ich stecke. Was ist dein krassester Trick, den du kannst? Backflip, Table to Basketball. Backflip, Hackteil einmal rum und Lenker einmal drehen danach. Guter Mann. Gute. Was hast du noch für Hobbys? Motorradfahren. Nein! Doch. Nein, doch. Du fährst eigentlich BMX, aber du hast letztes Jahr angefangen, Mountainbike zu fahren, oder? Ja. Wieso? Einfach so, hat sich so ergeben mit Mati. Und dann habe ich halt ein Enduro bekommen, bin dann damit so ein bisschen rumgefahren und hat sich einfach so ergeben, dass ich ein bisschen mehr MTB gefahren bin. Und was ist dein Ziel in dem Sport? X-Games. Weiß ich nicht. Olympische Spiele. Na, weiß ich nicht. Triple Backflip. Willst du, also bist du darauf aus, neue, krassere Tricks zu machen oder ja, ist alles cool, so wie das Fall ist? Grundsätzlich erstmal bessere Tricks lernen. Was ist denn besser für dich? Frontflips und so zum Beispiel, ja. Oh, die habe ich schon gemacht. Vielleicht solltest du doch mal vorbeikommen. Größere Events zu fahren und halt sowas. Was ist denn ein großes Event für dich? Crankworx. Ja? Ja. Aber dann musst du Mountainbike fahren. Ja. Und im BMX-Bereich, hast du da ein großes Event, was du, wo du unbedingt hin willst? X-Games irgendwann mal. Irgendwann? Ja. Wieso bist du heute der Coolste bei Masters of Dirt? Bin ich das? Sehr geil. Danke dir. Viel Spaß. Alle bleiben. Jo. Tschüss. Und gleich kommt das Tape. Haben sie bei mir auch gemacht. Für. So, jetzt geht's weiter. Du brauchst nicht hier dein Gas an. Hier, also wenn ich einen Helm an habe, habe ich hier so eine Bohne drauf, so eine Kaffeebohne. Der wisst zwar nicht, was er macht, aber irgendwas mit Kaffee macht er, ne? Und jetzt, der macht ja nur Kaffee, sagt er immer zu mir. Und jetzt hat er hier jemanden mitgebracht, der anscheinend ein Geschenk für mich dabei hat. Das ist Till. Das ist der Kai. Schön, Christian, hi. Mit zwei Kids dabei auch. Töchter kennt Sammy Joe und der Noah. Wir haben uns gerade eben schon gesehen und jetzt geht's zu Präsenter, habe ich gehört. Wirklich? Ja, ich hab nur Kaffeekapseln mitgebracht. Kapseln? Ja. So, als erstes einmal, es war eine schnelle Partie, weil ich natürlich danke für die Einladung. Erstens einmal dein Kai Hase heiliger Gralbecher, sag ich einmal. Muss ja heute Abend den ganzen Tag so rumrennen. Genau. Ich hoffe, es gefällt. Mein Kartoffelwodka. Alter! Stoß mal darauf jetzt an mit Wodka. Das ist nachher. Ich muss noch fahren. Hinten signieren. Ah, ja, geil. Tschüss! Fertig, Wochenende ist erledigt. Jetzt war es on point, ey, sowas macht richtig Spaß. Das kann mir keiner sagen, dass sowas keinen Spaß macht. Richtig geile Show gewesen. Masters of Dirt in Wien ist gepackt.
Nächstes Wochenende geht es zur nächsten Veranstaltung. Kai Hase weiß nicht, was für ein Hashtag kommt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Danke, danke, danke. Ciao!